Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr schaut. Ich bin Patrick von meiner Shigami und begrüße euch zum nächsten Part von Pokémon Renegade Platinum Nuzlocke Challenge. Im letzten Part hatte ich Soundprobleme. Yay. Und wir haben im letzten Part auch so ich halt im Kopf hab Suppe verloren. Also da ist schon ein bisschen her, letzten Part. Habe ich Pokémon einmal ein bisschen trainiert hier. Ja, hier 13, 13, 13, 12. Ja, okay, dann habe ich ein Pokémon schon vergessen. Ja, auf Level 13 haben wir ein bisschen was Neues gelernt zu spielen. Mein Mann hier hat Metallklaue gelernt. Sonnenkern hat Lichtschild gelernt. Warum hast du nicht kein Nickname mehr? Komisch, aber ich werde es irgendwo dann wieder neu benennen können, von dem her passt eigentlich alles. Jo, und wie ihr seht, ich habe gerade noch das Pokémon aus dem Team rausgetan, was eigentlich zu bad war, weil ich eine Idee hatte. Und zwar bekommen wir ja hier im Pokémon Center in der Stadt noch ein Pokémon geschenkt. Drei Pokémon geschenkt. Und zwar die drei Höhenstarter wahrscheinlich. Keine Ahnung. Höhen- oder Jodo-Starter. Je nachdem, welcher es auf uns ist, werde ich dann mit Wasserstarter wahrscheinlich ins Team einpacken. Hey, ein Trainer. Was du willst, was du bisher gab es Höhenregion, okay. Oh. Wie war das? Fallout-Town. Ist es warm draußen? Der Reporter ist ein. No? Keine Ahnung. Nee, kann ich. No? Von dieses Jahr, wer soll dieses Jahr sein? Ja, ich habe aus. Ja. Nee, na voll, das ist eine Begegnung mit Battle. Ja, das kann ich. Aber jetzt habe ich nur drei Pokémon. Ah, egal. Es wird schon irgendwie working, vor allem wahrscheinlich nur so 5 und. Und es sehen tatsächlich wieder, okay. Hasenkerl, aber richtig Bock, das sieht man schon an. Heute wird richtig Quicklaw rein. Und Poison Fang, neu gelernt im letzten Part. So, direkt ein One-Hit, trotz Rivalität. Doch schick. Ah. Das wird's immer nicht raus haben. Und noch Poison Fang. Problem ist halt, am Ende vom letzten Part hatte ich schon, also am Ende von dem Part mit dem Soundproblem, habe ich eben schon abgesperrt gehabt. Heißt, ich konnte da jetzt nicht wirklich irgendwas retten. Ja. Sorry dafür, aber dafür kommt jetzt wieder ein schöner Part mit Dingen. Mit jemandem, dem ihr nicht zuhören wollt. Lügt ihr mich auf? Hey, schreibt's in die Kommentare! Wenn ihr es überhaupt schon mit anguckt. Hey, 14 Phasenkeule. Mir ist ja aufgefallen, dass die Pokémon hier sehr schnell leveln und so ein Pokémon auf Level 10 könnte dann sogar ganz praktisch werden. Weil das ja ein bisschen braucht und wir. Woodgecko. Trico, ja, den guten kennen wir ja noch. Ich würde mal sagen, nehmen wir den jungen Zucchini oder Zucchini. Da wir Gurke schon weg haben, wir nehmen das nächste kleine Gemüse. Apfelchick, Pummel, Torchick. Topchick, ja, es gibt kein. Also, für real, bei Flammy, das Ding muss Bratgocke heißen. Es gibt keine Alternative für den Namen Bratgocke bei dem Flammy. Auch wenn ich kein großer Logok-Fan bin, aber. Vor allem mit dem Jungblut ist ja ganz cool. Hat Fisch? Okay. Matke. Name für Mitropi.
das Ding nennen. Nee, das, nee, Wasser ist kein guter Name. Keine Ahnung, aber ich nenne es immer Butter. Keine Ahnung warum, aber... Auch wenn Butter eher was Weibliches ist und Pyrope männlich ist, aber egal. Unser Mitglied. Mit ordentlichem Angriff. Holy. Tackle, Growing, Mortar, Sortim Deck. Das habe ich umgelassen, weil das sie sich ja eh demnächst zu einem Boden-Pokémon entwickelt. So. Blattgockel. Ah, ruhiges Wesen. Normale Fähigkeit, okay, wenn jetzt keine versteckte Fähigkeit, bin ich Lumanda, glaube ich. Torrent Blaze, Unburn. Das ist der Finger spitze Fesen. Ah, das muss so. Und mal kurz wieder einmal auf dem PC und dann noch ein bisschen Schall erkunden hier. Wieder im Team. Die habe ich übrigens Durchbruch beigebracht per TM. Die haben wir ja im Tunnel bekommen. Also nur westlich von Erzeling. So, packen wir hier mal ein bisschen Pokémon um, das. Ja, auch demnächst auf ein schönes Level bringen. Ich sage, dann fangen wir links an und arbeiten uns dann immer wieder nach rechts unten vor, wo dann auch die Mine ist. Na, no, Pokémon Natures, Fantasy. Ah, Different Color. Die reden überrascht über Shinies. Da in der Stadt bekomme ich nicht arg viel. Raw. Rock? Was ist ein Rock? Das ist Rock der Alliade? Und der Fight. Hilf mal. Ich guck mal, das ist... Oh, Finsterball, der könnte ganz praktisch werden für legendäre Pokémon, weil ich eh meistens aufnehme, jetzt mal gerade nicht, jetzt ist es nur 15. Dienstag, glaube ich. Ja, Dienstag ist heute. Ja, so. Ach, lieben wir noch irgendwas Schönes oder hocken wir jetzt aber nur rum ein bisschen da. Nein, ich will keinen Punkt tauschen. Und der Item ist pretty cool. Irgendwie ist es ein Item, also geht für irgendwas. Pokémon obtain Drake grows quickly, but if Pokémon grows too much, it may ignore tree now. Okay. Kriegen wir noch irgendwas? Ja. Been going outside, if you don't mind. Ich hab keinen Kleinstein, aber der gibt dann eh noch Heavy Battle oder was. Ja, mit Name von Pachiriso. Pachiriso. Ich habe noch neue Tränke kaufen. Jo. Was mache ich denn mal? Mal 13, ich glaube, ich kann noch nicht so was verkaufen. Hier, Stardust. So, ich würde sagen, wir können uns noch schnell ein neues Pokémon fangen, und zwar da oben an der Route. Oh, das ist sehr geil. Mufti. Mufti geht da? Jetzt schon? Ordentlich. So, hier soll es noch einen neuen Encounter geben dann. Hier ist ein Item. Ein Granitstein. Okay.
ein Macholo. Und bitte darauf, wenn man zeigt, was man so drauf hat. Los, einfach mal. Rein. Ja, das Schöne ist halt, dass man dann mit der, dass man mit Morales und den Sumpex auch für den ordentlichen Bullkins, die man bekommt, wir jetzt halt durch den Fluss von Shiggy nicht mehr haben. Das sind einfach so viele Pokebälle. Mit 30 vom Anfang ist einfach so sau viel. Und mach Follow wurde gefangen. Alles hat jetzt hier was mit Essen zu tun, aber ich finde den Namen für sich ganz passend. Ordine! Er ist ein Muskelboy. Ein sehr fetter Muskelboy. Ich werde machen, weil er hat sogar 4 Arme. Dann passen die Muskeln nicht mehr in seine 2 Arme rein, sondern ich damit bekomme nichts, ja. Da ist es nur damit, man seine Fossilien wieder beleben kann. Ich habe mich meinem Partner, wo man in meinem Untergrund rumchillt, mal sich ein bisschen Items gönnt. Vielleicht können wir das sogar mal als Streamer. Als Streamer oder so. Keine Ahnung, kann man ja gucken. Wenn ich dann nehme, mache ich eine Abstimmung rein. Ob der Bock drauf hat, wenn wir ab da, wo wir den haben, den Zugang nach da unten. Das ist mit Atmos Carrier. Ich das Carrier auf a fully automated system. Maschines to other work automated. Alles maschinisiert, ja. Crazy. Auch wenn es nicht so geil ist wegen Arbeitsplätzen und so, aber juckt hier wahrscheinlich nicht wirklich. Hey. Die Häuser hier ab. What? Troll, was machst du hier? Mein Name ist Seed Stone. Seed Stone ist noch der beste Name einfach. Das sind Red Stones, der Troll hier. Ich see any resources. Das ist such as. I can help you with. The... Fucking Taniel! Natürlich will ich das nicht, aber mein Team ist halt voll. So wie echt nervig in der Generation. Einfach, wenn du irgendwelche Pokémon bekommst, ja, und ich habe probiert, meinen Farben Select rauszuholen. Gut. Wenn du probierst, irgendwelche Pokémon zu bekommen oder sonst was, immer, ja, dein Team ist voll null. In neuen Spielen kannst du die einfach easy beinpacken. Können wir uns noch kurz Proteine angucken? Hartes Wesen. Ja. Adrenalin und. Ganz ordentlich aus. Schon wieder will ich es mit Select rausholen. Wenn wir jetzt mal das Tarn hier rausholen und dann unser Pokémon zurück, können wir weiter die Mine weiter erkunden. So. Hey, weiter. Ich hab nicht so blöd, wie ich aussehe. Ich hoffe, es ist schon immer welche sonst. Sagen. Einfach nichts, wo es mich irgendwie daran erinnert, sondern einfach irgendwas
Raid raus und dann würde ich einmal sagen, wir nennen es Frischkäse. Denn er ist frisch wie Käse. Fuck, das passt nicht. Ich muss es nicht anders schreiben. Sieht so unfassbar hässlich aus, wenn man es so schreibt. Frisch Käse. So, frisch Käse. Können wir uns mal angucken? Bashful, neutrales Wesen. Und hier Depp, ordentliche Spätzle, ordentlicher Angriff. What? Ja. Ich glaube, falls wir irgendwann noch mal ein Pokémon. Immer noch mal ein Teammitglied verlieren. Tiny kommt rein. Egal was. Tiny kommt rein. Alter. 2 Moves mit 80er Stärke und Step. Einer mit 90er Stärke. Ohne Step. Ordentlich. Und dann bei dem Angriff, den Tiny also hat. Jetzt würde ich sagen. Gehen wir mal in die Mine. Oder müssen wir in die Mine rein? Was wir alles noch so machen können in dem Part. So. Noch kurz hier alles um. So. Und go. Jetzt bin ich hier im Haufen, weil ich da noch ein unverstecktes Item, wenn ich mich hier erinnere. Dyer Hit. Das ist Angriff plus, glaube ich, Battle Items. Das ist sein. Ein gelbes Stück. Das war auch. Hier ist ein verschickte Item. Weil ich noch irgendwo eins. Auf jeden Fall, in Platin gibt es auch die Attackenlehrer, die mit Hilfe von diesen Scherben was verschiedene Moves beibringen. Macho, Chipo, Person des Hardware, Boost somehow. Und Supertrank. Mit der Arena ganz praktisch werden. Weil ich mir auch nicht weiß, ob wir die Arena wirklich schaffen. Oder auf jeden Fall ohne Verluste wird es auch schwer. So, noch 7 Schutz. Ein Muskelband. Ach, schön, wir kriegen noch ein neues Pokémon. Leider. Aber ich glaube so. Was sind in ein paar Schaffen? Sehr viel Schaden gerade. Also Pommes. Pommes ist die spezielle Ball einfach. Komm her! So. Wie kann man da einen Flummel nennen? Ich wäre gerade für. Es ist so wie kleiner Rund. Mit Beutel. Ist er? Windbeutel. So. Wir also dürfen jetzt 2 Pokémon hochhalten wegen in einem scheiß wilden Pokémon-Kampf. Dann kämpfen wir mal ein bisschen gegen den ganzen Trainer hier. Ja, schön. Ich glaube, da kann ich auch ein bisschen Butter kämpfen lassen. Speed-Kämpfe, aber. Das Butterwesen noch ein bisschen EP abbekommt. Was mir schon eigentlich ausgedacht. Ach, weil, Mono bis Level 10 sind und Utopia selbst Level 10 ist. Ja. Ja, ich hoffe jetzt noch, dass du nur die kleinen Boden-Pokémon hast. Die gut wegkommen kann. So.
Critical Hit. Boah, da fängt richtig gut an hier. Und vor allem Level 12, ich will jetzt auch nicht viel P geben. 187 B. Das war richtig scheiße, aber ja. Na, Gesichter. Nee, das ist nicht so. Matchup. Ja, erstmal ein Kampf drin. Weiß nicht, was Marollo so großartiges anstellen will. Ich hätte nicht noch einen Matze reinhören sollen, dass er mich nicht unbedingt trifft. Gardeschlag. War doch ein bisschen viel gerade. Geh doch mal lieber in Eggnugget. Ich hoffe einmal, dass ich gleich mit dran denke, diese scheiß Kampfreihenfolge umzustellen. Ich bin da irgendwie nie dran. So, Flurmel. Eigentlich will ich Erdbeere noch gar nicht das Level abgeben. Deswegen hole ich da aus meiner Erdbeere rein und hole einfach mal einen Durchbruch auf. Heule, okay, das weiß ich. Das ist ein geil, also der Face Move von dem Ding ist ja. Hab ich einen Big Bang gegeben? Dann werde ich vielleicht gleich nach dem Kampf machen. Was macht? Ah, der Burn. So, ich will eigentlich gerne noch in der Höhle fertig werden. In dem Part. Jetzt werden wir wieder Überlänge. Hey. Also ich habe mich noch nicht verteilt. Und das Pokémon. Oh, nichts, was wir jetzt hier was wir hier geben. Roboter. Schleimbrot. Was ihn gibt. Jetzt, zeigt mir für Roboter. Das ist weniger als das, Fernschein gerade für den Trainer. Was? Man kann so wieder, dass die Pokémon einfach so viel geben, wie sie als Trainer Pokémon geben würden. Also dass wir Pokémon halt gefühlt nichts an EP geben. Was ist denn, was ist das? Just a hidden power. Ja, das haben wir ja schon. Oh. Ja, okay, der ist jetzt ohne einen Stein gegeben für Evoli wahrscheinlich. Also wir können jetzt Evoli theoretisch zu einem Wasserstein entwickeln. Habe ich es gerade schnell genug gesehen? Liggert, will ich irgendwie schon weiterentwickeln? Mal gucken, ob wir noch irgendwas anderes bekommen. Vielleicht würde ich gerne noch ein bisschen warten. Oh mein Gott. Ja. Eine Stunde höher. So. Hast du jetzt für Fall Team Go. So, ich packe jetzt mal Erdbeere nach vorne, damit Erdbeere sich vielleicht noch in den Part weiterentwickelt. Ein Rare Bone, ist das das Item, ne, das ist Stick Club von Roman Togger so. Rare Bone ist der Steinknochen, glaube ich. Also, okay. Brick, das ist Erdbeere, Brick, FIFA 15. Es sollte killen. Ich weiß nicht, ich finde den Durchbruch nicht sogar von Eigenfaust gebucht.
Schaden macht's. Warte, okay, gut. Das ist schon mein, das ist schon mal kein Damage hier. Und Stunde ist weg. Was ist das hier? Ja! Erdbeere ist 14. Wir sind in gleichen Entwicklung. Die erste fällt gut hier. Flammrad. Erdbeere erlernt Flammrad. Funpi. Muss immer noch umstellen. So. Funpi. Ich jetzt ein bisschen Angst, was jetzt hier raushaut. Jetzt mit Butter. Denn es ist alles in Butter. Walzer. Das Ding muss weg, das Ding muss weg, das Ding muss weg, das weg. Warum ist jetzt schneller? Wie macht das jetzt? Nein! Warum war der jetzt plötzlich schneller? Butter, du bist da neu im Team. Irgendwie scheint es, dass das Pokémon im Team nicht lange überleben. So. Nein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Radgurke, bitte lebe. Lebe. Alter! Was ist denn mit diesem Spiel los? Komm, let's go. Und bist schneller. Besieg ihn bitte. Und tschüss, Evoli. Wegen dem fucking Walzer, Alter! So mit der Bären machen. Du musst dich einfach dein Rasierblatt treffen. Das sagen warum. Also wir werden ein bisschen nächsten paar Beschädigungen kommen, ein neues Team haben. Geil. Da hab ich doch Bock drauf. So. Ziehen wir halt auch mit Erdbeere wahrscheinlich nicht den, den Tempo-Hieb, den wir jetzt eigentlich bekommen hätten beim Level Up auf Level 14. Konter. Hat. Was? Was? Wer bist du? Was tust du hier? Ach, jetzt entwickelt er sich auch noch. Ob ich ihn freilassen muss. Ob ich sie freilassen muss. Okay, so ein Call, den man wissen können. Das war dämlich, aber. Warum? Ja. Fick doch mein Leben. Wir sind. Ja, mein Nugget, immerhin. Immerhin haben wir ein Pokémon, was überlebt hat, was sich noch weiterentwickelt. Dann brauche ich aber nicht eigentlich. Oh, das ist ja Alter.
jetzt durch. So. Vier Pokémon. Meins mir jetzt noch vor. Größte Pokémon, ja. Vier. Durch einen stinknormalen Trainer. Vier. Paar wieder überlegen, ich hab's auch schon gerade nachgeschaut. Ich weiß, aber. Oh, Mann. So, jetzt sind wir mal durch. Als erstes war's Butter. Ja, Butter. Bin ich noch nicht lange dabei. Ja. Ich hätte sehr gerne Suplex gehabt. Das kann ich nur sagen, dass mich ausgetappt. Schön. Rausgeflogen aus dem Menü. Ich hätte sehr gerne Suplex gehabt. Ach Mann, ey. War einmal drauf. So. Sehr gerne Suplex gehabt. Weil Suplex allgemein cool ist, aber. Na. Es durfte einfach nicht sein. Dann war da eben dieses Funpie. Der zweite war ein Salatgurke. Ja. Na guck, ich liebe Bisasam. Also allein schon wegen dem, was Salatgurke gegen die Wahlen angestellt hat, muss man das Ding eigentlich lieben. Und dann kommt da. Na, warum dieser Mist? Salatgurke, warum? Was muss ich zuverlässig, wenn dieser Asia-Button ist? Im wichtigsten Moment. Hat sich sein eigenes Grab geschaufelt. Tschüss, Salatgurke. Das ist das Pommes. Pommes haben wir bekommen als eines der ersten Pokémon in der. Wo war das? In der. Was ist denn immer? Im Haus von unserer Mutter. Und zwar hat das hinten in der Küche. Als eines der Pokéball. Haben wir es mitgenommen und da hatten wir ein Evoli. Und Evoli ist cool. Und ich hätte Evoli sehr gerne noch weiter behalten, vor allem weil wir vorher auch schon einen Entwicklungsstein bekommen haben. Aber, ja, für doof finde ich. Und die Chance hat auch nicht mehr gedrückt am Ende. Auch wenn es unser absolutes Schadensbiest war mit 60er Move Plus Anpassung. Erdbeere, unser Starter. Ja. Ist halt Panflam. Panflam ist cool. Panpyro ist genauso cool. Deswegen würde ich auch gerne weiter Panpyro behalten, aber ich darf ja nicht. Ich hätte sehr gern das ganze Spiel sehr gerne mit einem Panfern durchgespielt, aber ich, Idiot, hab da mal wieder meinen Move vergessen. Passiert mir ja sehr selten und sonst was. So durfte ich Panpyro dann nicht einmal ausprobieren zum Spiel. Tschüss, tschüss, Herr Bera. Unser Starter. So, dann würde ich mal sagen, ich probiere mal ein bisschen den nächsten Part. Würde ich dann schon mal sagen, welche Team uns wahrscheinlich ins Team reinkommen werden. Ich habe keine endgültige Variante, aber Frischkäse wird reinkommen. Dann vermutlich. Ultimier wird wahrscheinlich mitkommen. Dann, Barbecue oder China, so bin ich tendiere zu Barbecue. Und dann wahrscheinlich noch ein paar. Ich muss zum nächsten Part wahrscheinlich noch trainieren. Ich kann ja auch schon mal Items geben. Das Muskelband, Proteine kriegt. Ich weiß nichts, weil ich hier nichts hab. Obwohl, ja, ich will mal den Sägesang. Für Barbecue gibt's.
Charcoal. Und für Paella gibt's den Miracle Seed. Nachdem es ja auch jetzt beim Training mega sauber gelernt hat. Würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Und ciao.